September we met. I can tell by your smile. Hi, willkommen im Blockhaus. Wieder mit dabei? Luna. In der letzten Woche habe ich ja einen kleinen Roadtrip mit der Renault Zoe gemacht und ich muss sagen, mich begeistert die Zoe. Die kann sehr gut auf der Autobahn mithalten. Zum einen mit der Geschwindigkeit, denn maximal 135 ist vollkommen ausreichend, um im Verkehrsfluss optimal durchzukommen. Außerdem hat mich die Fahreigenschaft der Zoe auf der Autobahn überrascht. Absolut ruhig, kaum windempfindlich, auf dem Rückweg kam ich ja in ein Unwetter und trotz Klimaanlage und manchmal Höchstgeschwindigkeit habe ich keinen deutlichen erhöhten Verbrauch auf dieser Strecke gespürt. Das aber nur als kurzer Rückblick zu meinem letzten Video. Heute möchte ich ein paar kleine Themen anreißen und außerdem mal über den Fahrzeughersteller Polestar etwas erzählen. Als erstes seid ihr bestimmt gespannt, wie denn mein aktueller Lieferstatus aussieht. Ich bin im Ranking aufgestiegen. Von bisher bestätigt steht dort nun Delivery Planning, was auch immer das heißt. Denn eine nähere Aussage wurde bisher dazu nicht getätigt. Laut einer Mail von vor 3 Wochen sollte ich also in dieser Woche eine weitere E-Mail erhalten, worin ich mein bestelltes Zubehör bestätigen kann und werde auch weitere Modalitäten über die Auslieferung und Übergabe erfahren. Ich denke, nein, ich hoffe, dass ich endlich ein konkretes Abholdatum und Abholort erfahre. Aufgrund von Spekulationen und auch Gerüchten in anderen Facebook-Gruppen sollten mit einem Autotransportschiff, der Tulane, einige Polestars in Zeebrügge in Belgien angekommen sein. Die Tulane ist auch im Bremer Hafen gestrandet. Auch hier sollen angeblich Polestars angeliefert worden sein. Inwieweit das stimmt, ist nicht geklärt. Zudem wurde erwähnt, dass diese Fahrzeuge lediglich die Fahrzeuge für die Verkaufsräume wären. Ich bin mir da echt nicht sicher, aber mittlerweile glaube ich schon, dass auf den Plattformen unterschiedliche Faktoren zu einem Vermengen des Lieferstatus führen. Vorbesteller, Besteller, welches Land zuerst beliefert wird und so weiter. Dadurch ist es meiner Meinung nach auch nicht möglich, wirklich festzustellen, welches Land zuerst, welcher Besteller zuerst und so weiter sein Fahrzeug bekommt. Wir haben beispielsweise im Forum des Polestar Clubs eine Liste gebastelt, worin fast alle Daten für einen Bestellvorgang aufgeführt wurden. Egal wie man die Spalten durchsortiert, man kam zu keinem funktionierenden Ergebnis, keine Reihenfolge. Angeblich soll es einen Zusammenhang zwischen Vorbestelldatum und Bestelldatum geben. Wir stehen aber auch in Kontakt mit Polestar Deutschland und dort hat man uns mittlerweile ein Lieferfenster von August und September mitgeteilt. Versehentlich wurde aber teilweise bis Oktober genannt. Hierbei handelt es sich aber wohl um Besteller, die jetzt den Polestar 2 bestellen und nicht zu den Vorbestellern gehören. Ihr merkt, alles ein wenig durcheinander. Für mich ist es das erste Fahrzeug, welches ich rein online bestelle. Mir war klar, durch die Markteinführung könnte es zu Schwierigkeiten kommen, was den Bestellkomfort angeht. Wir sind sozusagen die Beta-Version. Dennoch finde ich es schade, dass ich in der App andere Daten einsehe, als wenn ich mich auf der Homepage einlogge. Das verunsichert mich doch ein wenig. Und ich hätte gern einen Ansprechpartner, der genau weiß, wo mein Polestar 2 gerade steckt. Ist er noch in der Petrischale und wird zusammengeschraubt? Oder auf einem Schiff, welches ich gerne tracken würde? Oder steht er in Bremerhaven im Autoterminal und ich könnte zumindest schon mal aus der Ferne zuwinken? Ihr merkt, mein Geduldsfaden ist bis aufs Zerreißen gespannt und ich bin dankbar, dass ihr mit mir gemeinsam wartet. In dieser Zeit habe ich einige Informationen über die Marke Polestar gesammelt und Interessantes festgestellt. Wie ihr bereits erfahren habt, ist ja neben Sicherheit auch Nachhaltigkeit ein Top-Point auf der Liste von Polestar. Da hat man sich natürlich gefragt, wie kann man dann in China produzieren, wo doch angeblich der Klimaschutz kleingeschrieben wird. Da bin ich auf folgenden Artikel gestoßen. Wie wir wissen, wird der Polestar in einem Werk in Chengdu hergestellt. Dort hat Volvo nun bekannt gegeben, dass dieses Werk zu 100% mit erneuerbarer Energie betrieben wird. Somit ist auch bei der Produktion des Polestars der CO2-Rucksack nicht vollgepackt. Zu 2/3 erfolgt die Energieversorgung aus Wasserkraft und der Rest wird aus Solar-, Windkraft sowie weitere erneuerbare Quellen ergänzt. Javier Varela von Volvo sagte hierzu,
dass wir die Stromversorgung für unser größtes Werk in China jetzt ausschließlich mit erneuerbaren Energien sicherstellen, ist ein wichtiger Meilenstein. Damit unterstreichen wir unseren Anspruch, die CO2-Emissionen mit konkreten, greifbaren Maßnahmen zu senken. Bereits 2008 werden die europäischen Werke von Volvo mit erneuerbaren Energien betrieben. Volvo hat sich zum Ziel gemacht, bis 2040 eine klimaneutrale Produktion zu erreichen. Das schwedische Motorenwerk in Skövde arbeitet bereits seit 2018 als erstes Werk im Fertigungsverbund komplett klimaneutral. Im Volvo-Werk in Gent wurden 2018 15.000 Solarmodule installiert. Mein Vater sagte schon immer, wo ein Wille, da auch ein Weg. Und andere wiederum sagen, nicht reden, sondern machen. Mit jeder dieser Nachrichten freue ich mich mehr, mich für die Marke Polestar entschieden zu haben. Und als Gimmick macht Polestar noch eine Kooperation mit Königsegg. Heute am 21.06. wollte Polestar Entsprechendes dazu bekannt geben. Ich verlinke euch mal hier den Kanal, dann könnt ihr selbst schauen, was es denn ist. Auch ich bin sehr gespannt. Wird es ein Königsegg geben, der rein elektrisch unterwegs ist? Bereits im letzten Jahr habe ich bei Owe mal angefragt. Nur leider ist so ein Königsegg in der Anschaffung etwas über mein Budget, so dass Owe dann doch wohl auf den Mustang umgestiegen ist. Ich glaube, dieser Mustang wird auch beim E-Cannonball mitfahren. Aber ich schweife ab. Ich werde jedenfalls mein Polestar 2 neben einem Königsegg mal parken, um die Kooperation zu verdeutlichen. Vielleicht hat unser Nobel-Karossen-Autohändler hier im Ort ja mal einen in seinem Fuhrpark. Möglich wäre es. Abschließend ziehe ich also heute aus meinem Video folgendes Fazit. Der Polestar ist ein nachhaltig produziertes Fahrzeug, welches eine vegane Ausstattung als serienmäßig anbietet. Klimazielcheck können wir also einen Haken dran machen. Durch eine Kooperation mit Königsegg kann die Marke Polestar den Inbegriff elektrischer Performance gemischt mit moderner Technologie und Design, so steht es auf der Homepage, noch deutlicher platzieren. Und Spaß wird das Ganze hoffentlich auch machen. Wollt ihr noch mehr über Polestar und den Polestar Club erfahren, so habe ich unten ein paar weiterführende Links in die Infobox gepackt. Ich werde mich für die Premiere auf dem Kanal von Polestar vorbereiten, beziehungsweise habe es ja schon gesehen, vielleicht berichte ich euch nächste Woche dann darüber. Wir müssen schauen, was in der kommenden Woche alles so passiert. Lasst mir einen Daumen da, um mir zu zeigen, wie ihr das Video findet. Und wenn ihr sonntags vom Blockhaus mal eine Nachricht erhalten wollt, so vergesst nicht, die Abo-Glocke zu drücken. Dann kommt sie von ganz alleine. Bis dahin, tschüss!